Sir. Was geht ab, Leute? Willkommen zurück zu Hearthstone mit Sir Pyron LP, also mit mir. Was machen wir? Genau. Ich gebe euch noch so 1, 2, 3, 5, 10 Tipps. Und dann, ja, spielen wir ein, zwei Ründchen und sehen dann, was da so abgeht. Ein Tipp, den ich euch geben kann. Erstellt euch Decks, also jedes Deck einmal. Krieger, Ritter, bla bla bla, ihr wisst schon alle neuen Decks. Welcher fehlt denn da noch? Genau, Warlock muss ich noch erstellen, aber das mache ich gleich. Und bringt die nach und nach auf Level 10. Ja, der ist 15, der ist Level 6, der ist 21, der ist 3, der ist 6, der ist schon 10 und der ist 9. Das heißt, wir müssen noch den, den, den und den. Das sind noch 4 Stück. Okay, mit Dingens, mit Warlock, 5 Stück. Bringt die nach und nach auf Level 10 und dann bekommt ihr 100 Gold geschenkt. Und von den 100 Gold könnt ihr euch dann ein Booster-Pack holen oder einen Eintritt irgendwo rein. Also für 150 könnt ihr euch halt Eintritt kaufen in die Arena. Wir zocken jetzt eine Runde Hunter. Gucken, wie das läuft. Mit dem sind wir schon Level 9. Also noch ein, zwei Wins und dann haben wir das auch erledigt. Ja. Und dann mal schauen. Ist ein bisschen laggy gerade, weil ich nebenbei noch Digimon die Folge hochlade für heute, weil ich es vergessen habe. Ja. Let the hunt begin. Relativ gute Karten, bis auf die möchte ich nicht haben. Tracking ist ganz cool. Oh Mann, und dann kriegen wir eine 5er-Karte, ist das dein Ernst? Ja, und wir müssen als erstes anfangen. Ihr wisst ja, ich hasse es zu Beginn. Vor allem mit Decks wie der von dem hier. Ui, zweimal dieselbe Karte, hammer geil, Junge. Lass mal eine Karte ziehen, ne? Die ist gut. Wenden wir den Zug. Greetings. Jo. Greetings, Traveler. Gegen Blaze zocken, Mann. Der alte Krieger. Bei Hunter ist es üblich, dass man Beast-Viecher im Deck hat. Weil irgendwie alles mit Beast funktioniert und Beast und Beast und Beast und all so ein Scheiß. Deswegen habe ich versucht, mal viele Beast-Viecher, also alles, was ich so habe, ins Deck zu ballern. Oh, oh, oh. Level 3. Gib mir 3 Damage. Wattenhoden. Oh, ich liebe diese Karte. Aber dafür brauche ich noch einen Punkt. After you summon a minion, did 1 damage to a random enemy. Alles klar. Machen wir. Look at the top 3 cards of your deck und bla bla bla. Machen wir das halt wieder. Summon a random beast. Das ist immer gut. Dann machen wir den hier. Boom. Und geben dir 3 Damage. Zack. Ruckzuck. Das Problem am Krieger ist seine Passive. Der kriegt für 2 Mana-Kristalle immer 2 Rüstung. Und dann hat er noch Karten, die ihm übelst viel Rüstung geben und all so ein Scheiß. Oh, gibt er den 1-1. Das heißt, du stirbst jetzt gleich. Give 1 Damage to a minion, give it 2. Alles klar. Hat er mir jetzt 6 Schaden gemacht. Fixer. Oh, Wexer. Machen wir aber ganz easy. Wir setzen gleich. Das Problem ist, wenn ich die einsetze, kriegt die auch Taunt. Und ich möchte das. Egal, machen wir. Hammer geil. Hammer geil. Put this apple on your head. Shields up. Shields up. Zack. Hammer geil. Hat genauso gepasst, wie ich es wollte. Und den Destroyer. Boom. Jedes Mal, wenn ich ein Vieh rufe, kriegt der Gegner einen Schaden. Aber random halt. Das random Gegner-Vieh kriegt halt einen Schaden. Aber ich glaube, das ist nur bei Monsterkarten. Deswegen. Drauf geschießen. Als nächstes, was machen wir als nächstes? Rufen wir random so ein Vieh?
Und zwei hast du ja gar nicht. Oh mein Gott. Alles klar. Du Ficker, Alter. Das bezahlst du mit deinem Leben. Das bezahlst du mit deinem Leben. Hammer geil. Ready for action. So, sind wir beide auf 21 runter. Ja, und Krieger kriegt halt immer wieder solche Waffen, was ich richtig assi finde. Keine Ahnung, es gibt auch 4er-Waffen, 5er-Waffen, 10er-Waffen. Nein, 10er noch nicht, aber ich weiß, bis 4 habe ich es gesehen. Oh, der hat sogar Charge. Hammer geil. Ja, Mann, das hier wieder 2 Damage. Geil. Ja, greif mich an. Alle Beasts kriegen plus 1. Get behind me. Booty Bag. So. Wen opfern wir? Opfern wir die? Ja, opfern wir. Die bringt eh nur immer was am Anfang, also wenn du die einsetzt, die benachbarten Viecher kriegen dann Taunt. Bei der hier. Da. Battlecry give adjacent, adjacent Minions Taunt adjacent. Den finde ich auch cool. Jedes Mal, wenn er Schaden kriegt, kann ich eine Karte ziehen. Und ich versuch's immer so, dass ich Viecher mit einem Attack oder so angreife. So, dass der mindestens dreimal eine Karte ziehen kann. Also ich dreimal eine Karte ziehen, weil ihr seht ja, wie immer habe ich nur 2 Karten auf der Hand, der Gegner hat 5. What you looking at? Die Karte ist zwar geil, aber die bringt mir hier gerade nichts. Let the pain speak to me. Let the pain speak to me. Bam in dein Gesicht. 6. 2. Hammer geil, Junge. Ja, nur noch 3 Leben. Wenn er jetzt nicht alles zerstören kann, mach ich ihn fertig. Wow, jetzt hat er 7 Attack. Bringt er auch nichts. Okay, der hat Charge, das ist assi. Was machst du? Greifst du mich jetzt direkt an oder tötest du ein Vieh von mir? Aber geil, Junge. Jetzt mach ich nur einen Schaden, denkst du. Jetzt krieg ich eine Karte. Tja. Well played. Ja, das war's auch schon. Ey, das war ja mal eine schnelle Runde. Hammer geil. Und nein, ich bin nicht Level 10. Nein. Aber 40 Gold, weil ich mit Hunter das zweite Game gewonnen habe. Ja, versucht immer Quests abzugeben. Ja. Ich denke, das war's schon von der Folge. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann geht's weiter mit Hunter, bis der Level 10 ist. Und dann sehen wir weiter. Bis dahin, viel Spaß noch und tschüssi.